Murdered Soul Suspect, willkommen zurück zur nächsten Folge. Es geht weiter. Wir schauen uns noch ein paar Hinweise an. Symbol des Mörders. Signatur am Tatort. Das Symbol des Glockenmörders an seinem Tatort zurücklässt. Was hat ein Glocke mit seinen Morden zu tun? Das frage ich mich auch. Und warum heißt der Glockenmörder? Hat er so riesige Glocken? Also, ich meine, im Turm. Karte der Glockenmorde. Die Glockenmorde wurden an willkürlichen Orten in der ganzen Stadt begangen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zwischen den Orten zu geben. Also er ist quasi auf der Suche, wenn ich das so anhand der Karte sagen darf, weil er hat kein richtiges Ziel, sondern sucht mal da. Das heißt für mich, dass er irgendwie was sucht. Was können wir denn hier machen? Bringt mir das jetzt irgendwas? Poltergeist-mäßig? Okay, er ist immer noch am Telefonieren, mit wem auch immer, weil er spricht nämlich, glaube ich, damit sich selber. Können wir Poltergeist was machen, mäßig? Ah, okay. Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Hui! Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn da Schönes? Obduktionsbericht. Todesursache Erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch Erdrosseln. Schwere Abschürfung an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat aus Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmorden. Ergebnis Mord. So, Muster der Mordopfer. Alle Mordopfer wurden von ihrer Ermordung gefesselt. So, da ist gerade jemand reingekommen. Schauen wir mal. Beeinflussen. So, was würde ihn daran erinnern, was er tun sollte? Ich würde sagen, den Flyer der Vermissten, vermute ich mal. Weil das würde am meisten Sinn machen eigentlich, damit er da im Internet irgendwas sucht. Schauen wir mal, ob das stimmt. Das ist richtig. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. So, Update zur Vermisstmeldung. Er hat gerade die Akte zu den vermissten Mieterinnen aktualisiert. Vielleicht erhält er nützliche Informationen. Spähen. So. Cassandra Foster, 42, wohnt in Regal Apartments. Professionell Medium und Profilerin. Berät gelegentlich die Polizei Salems. Zuletzt vor 2 Wochen von Nachbarn gesehen. Kein Vorstrafenregister. Joey Foster, 15. Erziehungsberechtigt ist ihre Mutter, Cassandra Foster. Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt. Vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden. Von zu Hause ausgerissen. Einige Vorgehen überführt. Minderjährig. Unerlaubtes Betreten, Diebstahl und Einbruch. Vermisstmeldung für Joey Foster zurückgezogen. In Haft. Sie ist in Haft? Okay. Zeugin befindet sich in Haft. Die Vermisstenmeldung wurde zurückgezogen, weil die Zeugin hier im Revier in Haft befindet. Sie wird wohl noch in Haftraum sein. Sie wird wahrscheinlich das Buch versucht haben zu stehlen und wurde dann verhaftet. Eine sehr kluge Entscheidung. So, Ermittlung abschließen. Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Genau. Und die Zeugin ist natürlich wo? In den Zellen. So. Dann schauen wir mal. Ich habe scheiß Angst vor dem Mörder. Ob ein SWAT-Team mit ihm fertig werden würde? Das kann ich dir gar nicht sagen. Wir müssen ihn irgendwie erwischen. Wird Zeit, dass wir das Monster schnappen. Ich habe auch noch kein... Also ich habe eine Theorie, wer es vielleicht sein könnte. Bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Was ist das denn für ein Hundegesicht da oben? Was ist das denn? Was ist das denn? Bitte. Das gibt's doch nicht. Das ist bestimmt der Babbo-Hund. Der Babbo-Hund. Ich bin der Babbo-Hund. Oh, was haben wir hier Schönes? So, Vermisstmeldung. Jennifer Gelbach, weiblich, weiß, schlanker Körperbau, zuletzt von Fremden auf dem Ashland Hills Friedhof gesehen, nach einer Party mit anderen Cheerleadern, seit 2 Tagen vermisst. Poltergeist, was können wir denn hier... Warte mal. Okay.
okay, passiert nichts. Dachte, da würde den irgendwie aufwecken. Da kann ich dir nicht helfen. Wenn nicht von sind wir im Revier überhaupt sicher? Hoffentlich lebe ich lang genug, um ein alter Kopf zu sein. Mhm. Ob's oft ermordet? Nein. Guck mal, wo die Maus hängt. Sagen, was ist das denn? Ich bin seit 20 Jahren Polizist. Das ist wahrscheinlich eine Geistermaus. Nicht, dass wir wollen, dass es öfter passiert. Natürlich will ich später auch im Außendienst arbeiten. Aber Ronan. Wow. Wow, er kannte uns anscheinend. Eine verschlafene Stadt wie diese, kein Grund zur Sorge. Genau. Manchmal klingt so ein Bürojob gar nicht so schlecht. Nein, das wollte ich. Huch, ich wollte noch. Bin ich froh, nicht bei der Mordkommission zu sein. Ja, aber manchmal kann man sich's nicht aussuchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay, 7 mehr. Um zu enthüllen. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Baxter, verlässt du dich immer noch auf diese Zaubertante? Du weißt, ich halte nichts von diesem Geisterscheiß. Aber sie hat eine Spur. Für mich zählt nur das Ergebnis. Wenn du eine verlässlichere Quelle findest, lass es mich wissen. Baxters Beziehung zur Mutter der Zeugin. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde. Hm. Ich finde auch, dass es sehr offensichtlich... Da ist schon wieder der Hund. Der Babund. Ich finde, dass es sehr offensichtlich jetzt darauf hinausläuft, dass es eventuell Baxter... Okay, da hinten ist ein Grafikfehler. So ein paar Punkte sind da hinten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ob man das in der Aufnahme... Ich glaube, in der Aufnahme sieht man das auch. Das sind ein paar Grafikfehler. Dass es doch sehr stark jetzt darauf hinausläuft, dass es Baxter sein könnte, der Glockenmörder. Aber das wäre zu offensichtlich jetzt alles momentan. Aber wie gesagt, ich habe momentan noch eine andere Theorie, die möchte ich aber jetzt noch für mich behalten. Ich hoffe, ihr versteht das. Das werde ich aber im Laufe des Spiels, werde ich da immer mehr hinpreisen drauf, wo meine Theorie hingeht. So, was haben wir denn hier Schönes? So, Zeugenbeschreibung der Kleidung. Zeugin sagt, sie sah einen Mann in dunklem Kapuzenshirt, wie in der öffentlichen Beschreibung. Dunkle Hose und Schuhe. Konnte ein Gesicht nicht sehen. Oder konnte das Gesicht nicht sehen. Das ist natürlich auch geil. Erstmal ins Klo... Oh, Mann. Erstmal ins Klo gehen. Und erstmal die anderen beobachten. Na, Jungs, komm, seid ehrlich. Ihr würdet gerne mal als Geist bei den Frauen im Klo gucken. Komm, seid ehrlich. Ich natürlich auch. Entschuldigung. Employers must wash hands before returning to work. Ja, das stimmt. Immer schön die Hände waschen, bevor wir zurückkommen zur Arbeit. Für Gefühle ist kein Platz. Wo will er hin? Ich muss an die Abteilung glauben. Wir Corps halten zusammen. Die sagen ja auch immer dasselbe. Mein Gott, ist das riesig. Kann man noch ganz schön viel zu entdecken. Ist ja unglaublich. So, Soderberg. Polizeilicher Fortschritt. Die Steine in ihren Taschen könnten auf Selbstmord hinweisen oder auf eine Mutprobe von Mitschülern. Keine Anzeichen von Gewalt oder derzeit kein Verdächtigen. So, hier können wir auch Besitz ergreifen wieder oder beziehungsweise, was haben wir denn da? Deus Ex. Jawohl, erstmal ein schönes Easter Egg gefunden. Ein Deus Ex Easter Egg. Das ist das Main-Menü von... Was ist denn das? Ist das... Welcher Teil ist denn das? Das müsste... Moment, ich schau mal eben, warte mal. Bleib mal dran. Deus Ex irgendwas mit Man Revolution oder irgendwie sowas. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja mal ein geiles Easter Egg. Und er ist auch Deus Ex am Zocken. Die Detectives kriegen den ganzen Ruhm. Ja, und ich zock Deus Ex. Wie ist Ronan so schnell aufgestiegen? Das ist natürlich sehr cool gemacht. Zocken die alle Deus Ex? Da auf dem Bildschirm ist Deus Ex. So, was haben wir denn hier noch Schönes? So, noch ein Hinweis. Greta Sortberg, weiblich 17 Jahre alt, tot, trat eine Woche vor Highschool-Abschluss ein. Okay, da dürfen wir anscheinend nicht lang. Gut, schon mal zu wissen. Gibt es denn hier irgendwie Dämonen, die man schon sieht irgendwie?
Nein, okay. Mich juckt schon wieder. Poltergeist, Poltergeist. Wir können hier jede Menge Poltergeist-Aktivitäten. Das Mädchen im Verhörraum. Meinst du, sie weiß etwas? Ob das Mädchen etwas weiß? Es ist im Verhörraum, das ist schon mal gut zu wissen. Was soll sie denn damit zu tun haben? Ich tue besser das, was ich kann. Ob ich auch lernen könnte, wie man Leute verhört? Bestimmt, ich denke mal, das kann jeder erlernen, ne? Weil das ist ja... Ja gut, das ist vielleicht aber auch eine Gabe. Aber ich sag mal, im Prinzip kann man sowas lernen, wie man Menschen wirklich richtig verhört oder so. Wenn man bei der Polizei arbeitet, wird man sowas wahrscheinlich auch lernen und beigebracht bekommen. Aber ich bin ganz ehrlich, es wäre, glaube ich, nichts für mich. Rex. Oh Mann. Ich würde Rache üben wollen. Ja, da hat er wohl recht. Aber Rache ist nie gut, wir wissen es ja. Rache ist nie gut. Jemand? Selbst eine Maus würde mich jetzt zu Tode erschrecken. Es gibt gute Gründe, sich an die Regeln zu halten. Ronan hätte warten sollen. Okay, sogar eine Maus würde mich jetzt erschrecken. Also den könnte man erschrecken, bestimmt mit irgendetwas. Aber ich glaube, da passiert nichts. Hey, läuft Kaffee aus, Mädels. Was haben wir denn hier? Die zocken wahrscheinlich hier LAN-Party-mäßig Deus Ex. Ich weiß gar nicht, hatte eigentlich Deus Ex Multiplayer? Was steht denn da? Continue, New Game, Loading, Options, Tutorial, Credits, Exit Game. Nee, ich glaube, Multiplayer gab es nicht. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Just Cause Spy Poster hier. Ey, hallo, was ist das für ein... Was ist das für eine Polizeistation? Hier will ich auch arbeiten. Hallo? Stellt mich ein, sofort. Bin dabei. So, Plakette des Kampfes von 1777. An diesem Ort hielten die tapferen Soldaten der Kontinentalarmee im Januar 1777 weit in der Überzahl 3 Tage lang die britischen Kräfte auf, bis Verstärkung aus Boston kam. Alter Schwede, das ist aber ein geiles Dings, Polizeidepartement, hier will ich auch arbeiten. Die sind alle am Zocken hier, ist unglaublich. Nein. Polizeilicher Fortschritt im Fall A. Grace. Ein weiterer Fall eines scheinbaren Unfalls mit Ausnahme des Glockensymbols von einem... Entschuldigung, ich musste mich mal gerade jucken. Von einem behandschuhten Finger. Was? Behandschuhten Finger in dem Staub am Fenster gezeichnet. Achso, okay. So, ein Wischfinger weg. Poltergeist, Poltergeist, Poltergeist. Sonst ist hier nichts. Also nicht wundern, ich schaue mich hier intensiv um, weil ich will ja noch mehr herausfinden. Vielleicht gibt es hier ja ganz, ganz wichtige Hinweise. Und ich will natürlich die Gewehre finden. Na, das ist mir auch wichtig, dass wir da die neue Geschichte hören. Okay, das ist hier so ein Besprechungsraum. So. Da hinten ging es auch noch lang. Da werden wir wahrscheinlich jetzt hinkommen zum Verhörraum, weil das sieht nämlich danach aus, als wäre der Verhörraum. Holding Area. So, was haben wir denn hier? So, C. Nielsen, polizeilicher Fortschritt. Es gibt immer noch keinen Verdächtigen in dem Fall. Ein Unfall wird nicht ausgeschlossen, aber der einzige Beweis für Fremdeinwirkung war das im... Was war das? Mit Filzstift gemalte Glockensymbol. Keine Abdrücke auf dem Stift. Hier sind die Zellen, hier kommen wir aber auch nicht weiter. So, Plakette des Kampfes von 1776. Hier geben im Dezember 1776 13 Soldaten der Kontinentalarmee ihr Leben im Kampf gegen einen Überraschungsangriff der britischen Truppen. Könnte ja sein, dass wir hier vielleicht noch was finden. Wen haben wir denn? Ne, ich dachte, hier liegt jemand oder so. Kommen wir denn hier durch die Zellen durch? Oh, hier ist jemand. Hier hat sich jemand anscheinend das Leben genommen. Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Wenn es das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier.
Vielleicht kann ich helfen. Nö. Ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem, danke. Tja. Tu, was du tun musst. Ich komm schon klar. Tja. Entschuldigung, kleinen Moment bitte. Ich musste mal kurz abhusten. Tja, es gibt immer wieder Leute, die sich nicht helfen lassen wollen, auch im Tod nicht. Ich muss hier raus. Da ist ein Geist gleich da in der Zelle. Habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr mich einsperren könnt? Mein Leben überdenken. Wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Er ist Direktor. Mein erstes Verbrechen. Ich werde nie den Rausch meines ersten Diebstahls vergessen. Er sah es nie kommen und ich sah es nicht kommen. Als mein Vater meinen Arm mit einem eiskalten Grinsen und einer Tätowiernadel festhielt, um mir ein Andenken an ein Verbrechen zu geben, das unvergesslich sein sollte. Der Geist steht doch genau da. Sehen Sie das echt nicht? Der Geist steht doch genau da. Was haben die denn hier für Bilder? Es ist ja unglaublich. So. Können wir hier nur den befragen oder anhören? Warum muss ich hier bei diesem Irren sein? Tja, wer weiß, was du getan hast. Du gehörst in eine Gummizelle. Mein Gott, wie riesig das hier alles ist. Das ist ja unglaublich. Aha. So, 5 mehr zum Aufdenken der Geschichte. Okay, können wir nur Poltergeist und so und überall zocken die Deus Ex. Das ist unglaublich. Das Deus Ex Revier ist das auch, nennt man es auch. Plakette des Kriminallabors. In dankbarer Anerkennung der zahlreichen anonymen Bürger Salems, die es ermöglichten, dieses Kriminallabor zu erbauen und den Menschen dieser Stadt besser zu dienen. So, jetzt sind wir im... Ah, da liegt unsere Leiche. Oh Gott. Verrätst du mir, was passiert ist? Wonach sieht's denn aus? Ich bin tot. Ja. Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen. Einige Schlaftabletten. Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht... So, ja, ich entschuldige mich nochmal für die kurze Unterbrechung. Da hat es gerade ein wenig an der Tür geklingelt und ja, da bin ich auch schon wieder. Wir reden nochmal mit ihr. Das ist alles ein böser Traum. Ich hoffe... Das muss es sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Das war jetzt mittendrin. Mein Gott, das ist immer eine Aufnahme. Es ist unglaublich, unfassbar. Ist ein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Seien es zwei Spinnen im Netz. Oh, Lady. Das hat ein Tattoo ein Fehler gemacht. Es ist nur ein Tattoo, mehr weiß ich nicht. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Und dieser Rabe ist angekettet an... Sind das Gitterstäbe? Wir bezahlen Sie nicht für das Analysieren von Tattoos. Ja, Sir. Aber Tattoos könnten uns Hinweise liefern. Worauf? Warum ist er so barsch? Erkenntnis zu. Die Uni bringt dir nicht alles bei. Ein wenig Respekt wäre nett. Ja, das stimmt allerdings. Mein Leben überdenken. Meine eigene Leiche sehen. Nichts kann dich darauf vorbereiten, deine eigene Leiche zu sehen. Es fühlt sich noch nie so nach einer leeren Hülle an. Himmel, ich sehe aus wie ein Krimineller. Ja.
Ist sie am Rauchen? Nee, sah gerade so aus. Okay. Ja, wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass es so abrupt das ist bei mir geklingelt, das ist unglaublich. So, gehen wir nochmal zurück. So, das hatten wir alles gelesen. La. Da ist sie auch schon. Aber ich möchte mich doch gerne erstmal noch ein wenig umsehen. So, C. Nielsen, persönliche Informationen. Claire Anna Nielsen, weiblich, 20 Jahre alt, Studentin. Ja, super. Tolle Informations, die mich jetzt auch nicht so großartig weitergebracht haben. Okay. Da haben wir noch eine Waffe. 4 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Okay, ich werde trotzdem nochmal, bevor ich jetzt zu ihr gehe, werde ich mich nochmal unten umsehen, ob ich alles gesehen habe. Aber wir müssen ja nochmal nach oben. Ich weiß nicht, ob das oben noch mitzählt. Ich würde doch schon gerne alles durchsucht haben. Ob wir da wirklich alle Waffen bisher gefunden haben. Hier raus komme ich ja nicht. Und dort waren wir ja auch schon überall, ne? Nicht wahr? Genau, hier war nichts. Hier war der Verhörraum oder beziehungsweise der Besprechungssaal. Und hier war soweit auch nichts. So. Gehen wir nochmal da lang. Die Treppe rauf, wie gesagt, kommen wir ja nicht. Da ist ja... Da sind die ja. Die bösen Dämonen, die uns packen und in den Tod reißen. Oh, hier ist noch eine Toilette. Ah, das ist wahrscheinlich die Frauentoilette. Verstecken können wir uns hier. Aber ansonsten ist ja auch nichts von Interesse. Aber hier kommen wir rauf. Dann gehen wir doch hier mal rauf. Wenn wir schon einmal hier sind. Da links habe ich gerade schon was gesehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Mein Leben überdenken. So ein Arsch. Er hatte Unrecht, selbst wenn er Recht hatte. Als Baxter versuchte, mich zu bedrohen. Baxter dachte, er könnte mir mit meiner Vergangenheit drohen. Als ob meine Vergangenheit nicht allen Schaden, den sie anrichten konnte, bereits verursacht hätte. Ja, wie gesagt, das ist mir sehr zu offensichtlich, das mit Baxter und alles. Dass er vielleicht doch was mit den Morden zu tun haben könnte, das ist sehr offensichtlich, wie ich finde. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir auch noch... Ah, ist noch eine Waffe. Sehr schön. Noch 3 müssen wir finden. Da hinten war ja sonst nichts mehr, ne? Ne, gut, dann gehen wir mal hier lang. Die Zockergemeinde hier von Salem. Huch, was haben wir denn hier? Beobachten. Besprechungsnotizen zum Glockenmörder. Aha, okay. So, Anna Grace, persönliche Informationen. Anna Grace, weiblich, 22 Jahre alt, keine unmittelbare Familie. Öffentlich bekannt als Madame Agatha, eine Neuheit unter Hellsehern. Agatha war anscheinend auch eine Hellseherin. Viel mit diesen weiblichen, beziehungsweise Medien oder Mediums. So, 2 Stück müssen wir noch finden. Wir schaffen das. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir noch 2 finden. So, gehen wir erstmal hier gucken. Ach, guck mal einer an, da stehen auch noch 2. Mal eben belauschen. Mit einem Mordfall will ich nichts zu tun haben. Ich dachte, Polizist sei ein sicherer Job. Mhm. Warum redet er nie? Ich würde auch jemanden die ganze Zeit einfach nur doof anstarren und nichts sagen. Kommt immer gut. Es sind immer die Stillen, die sich als Killer entpuppen. Huch. Als ob er irgendwie... Oh, hier geht's auch noch weiter. Heiliger Strohsack. Wir haben ja noch so viel zu entdecken. Und hier geht's dann wahrscheinlich nicht genau. Und hier sind wir wieder an der Treppe angelangt. Hier nochmal vorsichtshalber gucken, ob hier was ist. Aber hier ist anscheinend ist hier nichts. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder an dieser Stelle. Und dann suchen wir noch die letzten, ich glaube 2 Gewehre sind es, glaube ich, noch.
Die werden wir auf jeden Fall finden und ich schalte dann wieder ein. Wenn es heißt Murder Soul Suspect. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.